So, das da rein, das da rein, das und das. Aber sein wollen wir hier. Nicht gut. Von den Paprikas kriegen wir echt eine Menge, wa? Ich glaube, wir müssen irgendwann mal wieder angeln gehen. Haben wir letztens nicht eigentlich erst Fisch gesammelt? Warte mal. Ups. Milch muss man so trinken, ne? Kann man gar nicht für irgendwas anderes nutzen. Oh. Läuft. Wovon haben wir am meisten? Von den Herzbeeren, aber ich glaube, die Paprika, die können wir mal ordentlich. Was haben wir hier Schönes? Bewegungsgeschwindigkeit. Wir werden vor allen Dingen Sachen brauchen, die man hier heilen. Leuchten ist natürlich auch geil. Gesundheit jede Sekunde. Tee ist gut. So. Da haben wir gerade nichts. So, das kann köcheln. So, also die Tür können wir behalten, aber die hier nehme ich wieder raus. Ein bisschen albern. Die wollte ich gar nicht essen. Ich wollte sie ausrüsten. Hallo. Na, Gisela, magst du wieder nicht? Ach, die sind so süß. Komm, du auch. Ach, das Türchen meintest du. No, die sind so putzig. Warum sind die so putzig? Oh, hast du noch Hunger? Oder nur so. Einfach nur so. Ich muss mal hier ganz kurz durch. Unter anderem deswegen. Okay. Ja, bin ich entspannt hier. Ups. Meine zu viel. Egal. Dankeschön. Wie friedlich sie doch da liegen, nicht wahr? So. Okay. Ich würde sagen, wir haben unsere Base erstmal. Was ich eigentlich noch bräuchte, ist ein Bett, ne? Kann ich das herstellen? Na klar. Nee, hier nicht. War das hier? Hier, Fasern. Okay. Kein Problem. Bauen wir uns ein Bett. Ich hoffe... Ah nee, das ist Wolle. Das können wir auch mal kurz mitnehmen. Ein Platz zum Schlafen erlaubt den Einzug freundlicher Einwohner, wenn es in einem passenden Raum platziert wird. Ah. Okay. Und für mehr Fasern müssen wir jetzt erst warten. Schleim. Oh, Schleim. Malertisch. Das Tisch haben wir schon. Tischlerwerkbank haben wir schon. Den Brutkasten brauchen wir irgendwann noch. Ich glaube, alles andere haben wir schon. Von denen hier. Warte mal, dann holen wir uns kurz den Schleim und bauen ihn weiter.
Balalala. Hi! Ach, das ist der Typ. Neugieriges Ei. Kupfererz? Fasern. Fasern nehme ich. Ich habe nur gerade kein Geld bei. Moment! Fasern können wir definitiv gebrauchen. Wer ist das also? Okay, ich bin pleite. Danke für die Fasern. Die kann man immer gut gebrauchen. Mal gucken, was wir dem noch verkaufen können. Das wäre echt super, dass, wenn wir hier noch ein bisschen Geld machen würden. Ich meine, wir haben so viele Sachen doppelt, ne? Hier, vielleicht mag er sowas. Und die hier sind jetzt auch nicht so toll. Und von denen haben wir auch mehrere. Waldläufer, Primitiv, Waldläufer. Das ist schon mehr Terraria. Das stimmt, das stimmt. Primitiv. Primitiv. Waldläufer. Federn da. Nee. Aber den wollte ich noch mitnehmen. Vielleicht können wir ihm die Sachen verkaufen. Dafür sind die wahrscheinlich da, ne? Weil wertvoll. Geht ja da wertvoll. Die kriegen sie nicht. Die Grabsteine wäre eh Quatsch. Den Kram behalten wir auch mal. Und das ist auch nichts wert. Okay. Hallo, Herr. Nimmst du die? Die nimmt er. Okay. Nimmt er den? Den nimmt er auch. So kommt man an Geld. So. Hätte ich auch gerne, danke. Was damit? Hm? Preis 375, warum steht dann da 3? Das ist gemein. Das ist Irreführung. Kannst du doch nicht machen. Quatsch. Drei Stück. Ja, nee, tatsächlich. Ich sollte was wissen. Was wollte ich gerade? Den Malertisch, ne? Den da. Jetzt können wir malen. Musikerwerkbank, Automatikwerkbank, Eisenwerkbank. Wird mal sehr spannend. Amboss haben wir schon. Die Köderwerkbank brauchen wir. Wir brauchen definitiv mehr Zinn. Malerwerkbank. Schleim und Das heißt, wir können jetzt wirklich die Wände bunt malen. Pink, Türkis, Weiß, Schwarz, Orange, Grau, Braun, Rot, Violett, Blau, Gelb, Grün. Oh, wie geil. Okay, das ist cool. ich brauche eine neue Truhe, bitte. Und bemalen. Dann wird das hier unsere Malerecke. Hier, Malertisch. Und der Pinsel. Dann machen wir den Schleim hier rein. Oh, wie cool ist das denn? Okay. Wir verstecken das Geld wieder zwischen unseren Fasern. Nee. Ja. Das da wollte ich haben. Oh, wir können kochen. Also mehr kochen. Halt. Nee. Ja. Oh, schön.
Wir waren ein bisschen auf Höhlenerkundungstour. Großschleimbeschwörungsrune. Heißt das, wir können wieder den Großen aufrufen? Will ich das? Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Ausrüstung und so, ne? Theoretisch könnten wir es mal suchen. Will man sich mit dem anlegen? Da ist noch Kupfer. Ich glaube, wir müssen hier mal mit der Schaufel durch. Und die ganzen Schleime mal loswerden. Wir machen ordentlich Schaden, das ist super. Ey. Jetzt voll geschleimt hier. Wow, der sieht sehr nach Terraria aus. Ups. Oh. Der sieht wirklich sehr aus wie der aus Terraria. Aber wirklich original. Mit Krone und allem. Wo ist meine Milch? Ach nee, die habe ich nicht mehr. Schlecht. Ich muss nur erstmal kurz an meinen Grab ran, danke. Ah. Oh Mann, oh, ich wollte meine Milch trinken. Okay, wir müssen die erstmal vorbereiten. Das Blöde ist nur, jetzt ist er schon da. Alter, der macht aber auch Schaden. Ich muss mal mit der Schaufel durch. Ich muss mal mit der Schaufel durch. Ich muss mal mit der Schaufel durch, damit weniger Schleime spawnen und man ein bisschen mehr vorwärts kommt. Ja, nicht lustig, ist ja überhaupt nicht lustig hier. Habe ich gerade einen Boden aufgehoben, den ich nicht haben wollte. Lösen, dass es uns gerade nie allzu viel hilft. Hallo, ich bin hier. Nein, pfui, ich will nur an mein Grab ran, danke. Danke, ich bin weg. Ups. Danke, dass du mich in Ruhe lässt. Du darfst jetzt hier erstmal eine Weile bleiben. Dankeschön, ich habe genug. Dem sind wir noch nicht gewachsen. Noch so gar nicht. Aber wir haben zwei neue Schädel. Na toll. Genau, die hätte nämlich mehr Rüstung gemacht.
Mein Holz muss eigentlich dahin. Sonst komme ich hier durcheinander. Okay. Ich glaube, wir machen erstmal Folgendes und... Gehen erstmal mehr Zinn und solche Sachen sammeln, damit wir Bronze-Rüstung machen können und so weiter. Dann sind wir vielleicht auch ein bisschen besser ausgerüstet, was ihn angeht. Ne. Zinnbaren, kupferbaren Fasern. Hoi. Dann brauchst du echt für alles Mögliche, ey. Hätte ich nicht erwartet. Warte mal, wo hatte ich den Schleim hingepackt vorhin? Den wieder zurückgepackt oder hatte ich den jetzt in der speziellen Truhe? Ist Schleimboden? Der darf auch bleiben? Ah ne, die Köpfe können wir verkaufen. Die brauchen wir wirklich nicht so oft. Die sind zwar ganz witzig, aber die kann man verkaufen, theoretisch. Will ich das? Und drei neue Grabsteine. Oh, okay. Nein, verkaufen wir ihn noch nicht. Wir sammeln erstmal. Bleiben bei der Farbe. Ah, danke schön. Oh, stimmt. Gedächtnis und so. Ups. Yay, mehr Grabsteine. Unbeschwörung. Ach, du meine Güte. Ja, gut. La. Ach, danke, Juxilia. Hallo, Juxilia. Dankeschön. Gerade jetzt ist gerallt. Entschuldige bitte. Wunsch. Gehen wir mal so ein bisschen, wie gesagt, auf Metalljagd. Erstmal reparieren wir noch ein paar Sachen. Brauche ich mit die Sachen dafür? So? Nee. Irgendwie muss ich das noch machen, dass wir das besser bearbeiten können. Ah, sehr cool. Gut, der Typ, der scheint sich dann wohl zu fühlen. Mal sehen, was brauchen wir jetzt noch? Fackeln haben wir an sich noch. Aber wir könnten mal noch mal ein bisschen Holz sammeln, vielleicht, dass wir unterwegs noch was haben. Na, wie geht's denn so? Freust dich schon aufs Wochenende? Ist ja auch ganz gut. Weihnachtsmützen, ey. Sehen jetzt aus wie kleine Wichtel. Okay, wir haben Holz. Gar nicht mal wenig, also für Fackeln reicht's. Wir müssen hier eh noch irgendwie uns hier noch ein bisschen durchgraben. Das geht so nicht. Und ja, ich nehme schon wieder Erde mit. Ist egal. Die brauchen wir noch. Bei manchen fragt man sich auch wirklich, wo die herkommen, ne? Okay. Wohin gehen wir denn? Oh Mann, da war noch was. Es ist explodierende Wand.
Ab seit Montag, Wochenende, dann Corona. Oh no. Es greift aber auch gerade um sich, ne? Fast jeder ist gerade dran erkrankt, habe ich den Eindruck. Da ist Zaun. Der stammt aber nicht von mir. Da ist irgendwas. Wow. Guckt mal. Wir haben eine Ruine gefunden. Ortling Bodenfliese. Guck dir das an. Oh, das ist natürlich auch cool so als Rand, ne? Nee, wir machen es mal mit. Ist das cool? Haben wir einfach mal hier so ein. Heißt das, man wird selber irgendwann langsam zum Grottling? Bist du? Zocker. Das, was ich ursprünglich mit dem anderen Haus machen wollte, machen wir einfach hier. Einfach alles abreißen. Was ist das hier? Oh. Holzboden nehmen wir auch mit. Nehmen alles mit. So, wir waren hier. Das Haus nicht mehr. Dann waren wir schon? Okay. Spannend. Das zum ersten Mal. Oh Mann, ey. Ein X graben. Oh. Ach so. Dankeschön. Das wusste ich noch nicht. Was haben wir überhaupt jetzt alles gefunden in den Kisten? Nicht viel, ne? Bringt mir noch gar nichts, wenn ich mir das hier so angucke. Okay, ein bisschen Zinnerz. Ein paar Fasern. Naja. Ich wusste gar nicht, dass man da graben kann. Man hat ja noch nicht genug Holz, ne? Jetzt hätte ich doch gerne den Dolch wieder. Der war doch ein bisschen schneller. Diese blinden Viecher. Herrlich. Oh. Kein Platz mehr. Nein. Von denen haben wir schon so viele. Ja, da haben wir schon so viele. Ich möchte. Warte mal. Bombenpaprika. Von denen haben wir noch mehr als genug Samen. Ich gehe den da. Ich glaube, bevor wir hier gleich weitermachen. In der Ecke. Wow. Geht ja noch weiter. Hi. Hier schon wieder Lehm. Ich kümmere mich später um dich, okay? Ich fürchte, wir müssen erstmal wieder nach Hause und ein bisschen Zeug wegräumen. Regen? Also, den kann man ja nicht tragen. Hm. Ups. Wir haben eine Abkürzung genommen. Oh ja, tatsächlich. Wir sind zu Hause. Aber die scheint ein bisschen besser zu sein als die hier, ne? Ich meine, es ist zwar dunkle Grottlingfliese und Grottlingbodenfliese. Okay. Immer verschiedene von. Immer noch? Irgendwas, was eigentlich hier unten? Oh, 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 oh. Holzboden. Der kann nur hier mit rein. Sonst noch irgendwas. Deko-Kram.
Das Becken können wir hier lassen. Den Hocker können wir erstmal hier lassen. Ich weiß noch nicht, wohin mit dem Hocker. Ein munteres Ei. Wait, das ist ausrüstbar? Ach so. Wenn man es ausgebrütet hat, wahrscheinlich. Machen wir später. Was machst du in meiner Küche? Hier, du darfst das haben. Na, er hat sich bestimmt an meinen Vorräten bedient und hat sich halt jetzt so getan, als würde er aufstocken. Stimmt's? Würde mich irgendwie nicht wundern. Darf ich mal daran? Danke. Da bin ich mal sehr gespannt.